heute ist doch Nacktheit total inflationär, oder nicht? Ja, natürlich, klar. Aber damals darf man nicht vergessen, Weimarer Republik und so weiter, nicht nur Tanz auf dem Vulkan, die Hüllen fielen, die Frauen bekamen Hosen an, Kurzhaarschnitte, Zeitgeist. Da musste natürlich auch irgendwie Oper, Bühne und so weiter, musste da mitgehen. Das erste Mal im Theater habe ich eine nackte Frau gesehen. Ich war vollkommen perplex, dass das geht, und es war auch ein bisschen Fremdschämen dabei.